Brasilien hebt sich von den lateinamerikanischen Pendants durch die Natur und das Ausmaß seiner politischen und wirtschaftlichen Krise ab. Jonas Rahmer, Beryl M. George and Associates. Jonas, in der Rubrik Rund um Rohstoffe haben wir vor kurzem den Rückgang der Rohölpreise diskutiert. Dies verstärkte die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung in Brasilien am Ende des Jahres. Hat dies Ihre Einmonatsprognose für das paar Dollar brasilianische Real beeinflusst? Der nachlassende Preisdruck in den letzten und wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten hat es der neuen marktfreundlichen brasilianischen Regierung ermöglicht, grünes Licht für Zinssenkungen zu geben und das Vertrauen zu verbessern. Die jüngste Zinssenkung ist die erste seit 4 Jahren und ist sehr willkommen, da Brasilien nach wie vor unter Rezession und politischer Instabilität leidet. Diese Senkung eröffnet einen neuen Lockerungszyklus, sodass bis Ende des Jahres eine weitere Zinssenkung um 100 Basispunkte zu erwarten ist. Dies vorausgeschickt erwarten wir in einem Monat den Kurs von 3,15 brasilianischer Real zu einem Dollar. Die brasilianischen Vermögenswerte gehören zu den Spitzenleistern des Jahres, da die Wachstumsprognosen optimistisch sind. Was sind Ihre mittelfristigen Prognosen für den Dollar brasilianischen Real? Anleger und Händler wurden durch die hohen brasilianischen Zinsen angelockt. So bringen die Carry Trade Transaktionen etwa 38% Gewinn. Diese riesige Zinsspanne und das Ende der politischen Sackgasse haben die auf den brasilianischen Real lautenden Vermögenswerte in diesem Jahr zum weltweiten Spitzenreiter gemacht. Aber in Anbetracht der zunehmenden Erwartungen einer Zinserhöhung in den USA wird der Appetit auf Schwellenmarktwährungen inklusive des brasilianischen Reals vorübergehend sein. Meine mittelfristige Prognose lautet 3,05. Das kontinuierliche Wachstum des Dollars verstärkt Spekulationen über das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen. Was ist Ihre langfristige Prognose für dieses Währungspaar angesichts all der Unsicherheit um dieses Thema? Heutzutage sind viele diverse Märkte im Aufwind. Ich würde mich den allgemeinen Markterwartungen aufgrund der politischen Prognosen nicht anschließen, soweit das Wahlergebnis nicht vorliegt. Außerdem haben wir keinen Nachweis dafür, dass Clintons Präsidentschaft eine positive Wirkung auf die gesamte Region automatisch haben wird. Die ganze Region scheint einen neuen Zyklus der expansiven Geldpolitik zu beginnen, die sich auf Wachstumsförderung nach dem Ende des globalen Commodity-Booms abzielt. Allerdings ist die Geldpolitik allein nicht in der Lage, ein solides Wachstum zu erzeugen, wie der Fall Mexiko zeigt. Wie gesagt, überschatten die US-Zinserhöhungserwartungen alle Erwartungen bezüglich eines erhöhten Kapitalzustroms nach Brasilien. Und noch ein Punkt. Brasilien hebt sich von den lateinamerikanischen Pendants durch die Natur und das Ausmaß seiner politischen und wirtschaftlichen Krise ab. Und wenn die neue Regierung es schaffen wird, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, wird das Jahr 2017 für die brasilianische Wirtschaft und den Real günstig sein. Meine Jahresprognose lautet 3 Real für einen Dollar. Jonas, vielen Dank für den Ideenaustausch. Bleiben Sie mit Dukaskopi TV stets auf dem Laufenden.